Hallo, ich bin wieder im Garten. Ich habe eine Übung für dich. Hoffentlich hast du eine kleine Fläche. Du brauchst wirklich sehr, sehr wenig Platz hierfür. Und ich denke, es wird dir Spaß machen. 5 Bälle habe ich hingelegt. Die Bälle sind 2 Meter vom Eimer entfernt. Und ja, ich werde versuchen, diese 5 Bälle einzulochen. Ich werde zählen, wie oft ich brauche, um alle 5 Bälle einzulochen. Und das solltest du auch. Ich fange an, schauen wir, wie viele Versuche ich brauche für erstmal 2 Bälle. Dann werde ich etwas zur Technik erzählen. Okay, sieht gut aus für mich. Erste 2 Stationen, nur 3 Versuche. Glaub mir, das wird gleich schlechter sein. So, die Punkte, auf die du achten solltest, die du trainieren solltest, die so wichtig für dein kurzes Spiel sind, sind die folgenden. Also guck die ganze Zeit, wenn möglich, dass du Nase, Brustmitte, Hände, dass die alle gegenüber des Balles sind. Da ich linksäugig bin, ist mein Kopf oft ein bisschen zu sehr nach da gedreht. So, ich muss immer gucken, dass ich meinen Kopf gerade habe. Das ist mein Ding. Dann schaue, dass die Arme, Oberarme am Körper bleiben. Wenn du beim Ausholen ein bisschen winkelst mit den Händen, das ist absolut okay. Ich will nicht, dass du diesen Schlag trainierst. Okay, aber diesen Winkel, den wir hier haben, müssen wir lösen. Was bedeutet, dass zum Schluss es nicht so mit steifen Armen aussehen sollte. Zum Schluss möchte ich so sein, dass das Griffende zum Bauch zeigt. Während ich schwinge, muss ich mich drehen, den Körper drehen, das ist ganz wichtig. Aber aufpassen, du möchtest nicht von hier gleich drehen. Das ist genau wie lange Spiel. Auch hier möchte man Arme senken und dann drehen. Wenn ich den Schläger locker genug halte, dann spürt man sofort ein ganz, ganz weiches Treffen. Ich spiele die Bälle, wie sie liegen. Ich werde sie jetzt nicht unbedingt besser legen. Okay, es geht weiter. Ich halte immer die Schlagfläche etwas offen. Das gibt mir mehr Höhe bei dieser kurzen Distanz. Und ich kann so dadurch die Sohle besser spüren. Vier von 8. Oh, ich darf nicht besser liegen. Von 9. Das war ein absoluter Rekord für mich, aber ich werde das jeden Tag machen und ich möchte auch, dass du solche kleine Übungen täglich machst und ich werde versuchen, beim nächsten Mal 8 zu schaffen. Wahrscheinlich werde ich den ganzen Winter das nicht schaffen, nur jetzt vor der Kamera ist es mir gelungen. Danke für deine Hilfe und ja, bleib dabei und gucke, dass du Spaß hast. Und noch besser, such dir einen Gegner aus, in der Familie oder einen Freund. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei.